So, geht wieder los. Wir sind da in einer Ashburn Refinery, glaube ich. Und so wie es aussieht, werden wir es hier leider mit Robotern zu tun haben, wo ich jetzt nicht so viel Lust drauf habe, aber... Willkommen in meinem bescheidenen... Ändern können wir es aber auch nicht. War denn Elektrowaffen eigentlich gut gegen die? Nee, Elektrowaffen sind gut gegen Schilde. Achso. Dazu brauche ich Polykryten-Proben. Wenn du die besorgst, kann ich den Schlüssel rekonstruieren. Und dann gebe ich ihn Scarlett und er hilft ihr, den Schatz zu finden. Und sie heiratet mich und wir kriegen 100 Babys und ich werde ewig leben. Das wird das Paradies. Oh, was? Oh ja, gesunde Einstellung. Alter. Das kommt ja nie über rum. Mein Handy gerade. Boah, Mann, ich hasse es, wenn Leute mir 20.000 SMS auf einmal. Oh Gott. Nein, ich komme jetzt nicht online. Ich wurde gerade wegen irgendwas gefragt, aber ich mag das nicht, wenn. Was haben wir denn hier? Unangekündigte Termine sind mir gar nichts. Oh. Ja, ich dachte, oh, ein Junkloader. Warum fliegt denn der so durch die Gegend hier? Ich hab mal eine Granate ausgepackt. Oh, ist er tot? Ja, ich glaube, so richtig viel, also die JNK, ich schätze mal, es steht für Junk, also Müllloader, die halten nicht ganz so viel aus, die sind recht gut. Irgendwie hat es hier eine seltsame Beleuchtung, die Farben sehen irgendwie ganz komisch aus, das ist irgendwie so gelblich, weiß ja auch nicht. Aber mir hakt es hier so ein bisschen. Boah. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich die Frage. Oh ne, sie schreibt einfach okay, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich hab Freunde gefunden. Ja, Alter, ich hab da auch eine Supergranate. Ja gut, ich glaube, ich brauche doch wieder eine Splittergranate. Ist hier nicht so schön. Oh, ein Explosionsloader? Also irgendwie gibt es hier ganz schön viele von diesen. Ah! Oh. Es hätte ja auch zu schön sein können, wenn wir hier jetzt nicht gegen irgendwelche lustigen Roboter hätten kämpfen müssen. Oha, ist ganz schön was los. Alter! Wie viele hier auch einfach mal kommen? Ich brauche eine bessere... Vor allem, ich benutze jetzt ja wieder diese Waffe, die ich auch damals schon benutzt habe, wo wir... Alter, beruhigt euch, Leute. Oh, nein, war's klar. Alles klar bei dir? Ja, ich krieg das hin. Wie gesagt, ich benutze gerade diese Schnellfeuerwaffe mit den 150 Schuss Munition. Du ahnst ja gar nicht, wie schnell hier meine Muni gerade down geht. Jetzt bräuchte man eine Elektrowaffe gegen den Arloader. Was auch immer. Ach, ein Arloader, jetzt verstehe ich das. Das ist ein Piratenloader. Achso. Arr. Ich werde die ganze Zeit überlegen, was ich für eine Schuss. Au! Kühlschrank. Macht der richtig Damage, wa? Die Waffe an sich macht nicht viel Schaden, aber die hat 79 Schuss im Magazin und schießt die auch relativ schnell rund ab, die Dinger, und deswegen... Guck mal, hier ist was ja auch keinen Sinn macht. Überhaupt gar keinen. Ja, leuchten die ganzen Farben hier viel mehr, also die Lichter, bei mir überstrahlen die total. Okay. Ich muss sagen, ich weiß nicht, irgendwie hakt es so ein bisschen bei mir. Komischerweise. Nur noch ein paar Stücke Polykryten. Ich habe den verlorenen Schatz des Sandes monatelang studiert. Ich werde den Kompass nachbauen. Für Sie. Er ist ein wenig obsessiv. Na gut. Sei es drum. Ja, irgendwie, mal gucken, ob wir hier relativ. Der C3N50R78, der möchte mit uns reden. Ihm fehlt doch irgendwie die Hälfte. Hallo? Helf mir, Pandora zu sein. Dieser defekte Hyperion-Bot scheint davon besessen zu sein, alles zu zensieren, was? Ich bin Sensorbot. Jegliches unschickliche Verhalten muss unterbunden werden. Tatsächlich, ist wirklich Sensorbot. Ein abartiger namens P3RV-E ist im Besitz sexuell und zweideutigen Materials. Bitte ermorde ihn für die Moral. Ach, er hat doch schon die ganzen Häftchen hier schon stehen. Ja, stimmt, er ist wirklich Sensorbot in 1337 geschrieben. Du hast deine Mission nicht erfüllt. Das ist unverzeihlich. Der Sensorbot, oh Mann. Ja, der möchte die Welt verbessern. Das ist sein fester Wille und hier ist irgendwie Sackgasse. Was? Warum? Ah, okay. Mein Handy ist hier nur am Rotieren. Zwei neue Nachrichten. So. Gleich ist er hinüber. Ja, ich bin hier gerade am SMS schreiben. Bin gerade busy, sorry. Immer diese Projektgruppen. Ah, Mann.
ungeplant hier was machen auf den Sonntagabend. So, jetzt aber bin ich wieder voll. Folgt mir mal bitte kurz. Ich glaube, da hinten ist eine Waffenkiste. Ja, ey, das ist richtig groß. Was ist denn hier? Ich glaube, da sollte man nicht reinspringen. Das sieht so sehr nach Iridium aus. Oh, Schilde, die alle Schrott sind. Willst du eins davon? Ja, das hier nehme ich. Das ist irgendwie überall besser. Gut, dann nimm das. Ich nehme den Rest. Für Geld. Macht zwar kein Feuer, aber... Das musst du ja hinterher mal auf YouTube bei mir angucken mit den Lichtern hier in der Raffinerie. Das leuchtet hier alles richtig stark. Ja. Ja, auf YouTube geht wahrscheinlich wieder ein bisschen Qualität verloren. Das ist leider technisch bedingt, aber... Das ist ein Leuchtewerk hier, was ich dabei habe. Okay. Und das liegt an dieser grünen Waffe. Das könnte natürlich auch sein. Ich renne ja normalerweise nicht mit dem Gerät hier rum. Das weiß ich jetzt. Oh, guck mal, ein Speicherpunkt. Yay. Jo. Gerade gesehen. Der Bot heißt P3RVE, also Perf. Wenn du das 3 jetzt eh liest. Oh Mann. Da war ne. Oh. Hör, wer bist du denn? Ich sehe die immer nie. Nee, ich auch nicht. Anscheinend gibt's hier noch einen. Ja, du bist gescheitert. Das ist... Was? Aggression? Wer möchte. Ziel. Ja, irgendjemand möchte. Ziel ja, irgendjemand möchte hier seine Aggression steigern, habe ich gerade gehört, aber. Hä? Wo denn? Ist der hier in der Wand verbuggt oder was? Ach, das Tor hier soll wahrscheinlich gleich noch aufgehen, weil. Das siehst du auf die Karte? Es zeigt. Ja, steigere mal ruhig deine Aggression hier. Ich ignoriere das erstmal einstweil. Das ist hier noch richtig groß. Warum habe ich schon wieder die. Jetzt hätte ich mal vorhin das Säure-Sniper genommen. Das wäre jetzt eine super Idee gewesen. Das musst du jetzt machen. Ich habe hier gerade nicht. Ich habe hier gerade nicht die richtige Waffe für Entfernungskampf. So. Was? Ah, hier kommen Nimm und werd glücklich hier. Ja, die Granate, die ich habe, hat eine ganz schön hohe Reaktionszeit. Bis die explodiert, das dauert ewig. Da kann ich nicht so richtig wirken. Ist auch tot. Ja, ich hätte gerne irgendein geiles Sniper. Es sieht hier sogar noch alles relativ heiler aus. Meistens ist hier immer alles kaputt, aber hier. Was ist denn das hier eigentlich? Nein, okay. nicht explodieren! Ich würde eigentlich gerade gucken, was das hier in der Mitte ist. Was ist das? Oh! Halt was denn? Von allen Seiten. Uah! Weg! So, ich habe noch 54 Leben. Ich sollte langsam sich mal wieder was töten. Nein! Und ich muss 32 Leben? Geil. Ey, das wieder. Ich musste gerade nachladen, dem Moment, in das Ding hochgegangen ist. Das war... Oh, der sollte mich besser nicht treffen, der Hotloader. Pass auf, hinter dir! Ich muss den töten! Nein, bleib mir fern! Naja. Ey, das wär nur nicht weniger. Doch, es wird was weniger, meine Munition. Ja. Ich hab noch 400 Schuss, naja, sagen wir 300. Für das SMG. Danach habe ich irgendwie keine Waffen mehr für die Situation hier. Obwohl doch, ich habe ja nochmal einen Raketenwerfer. Der ist ja auch mal noch gut. Na bitte. Oh, ich glaube, wir haben einen ganz großen. Guck mal! Freund. Ey, diese Arre-Bots sind total lustig, guck die dir mal an! Ja, stimmt, wa? Sie sehen cool aus. Ja, vorhin habe ich ihn ja. Na ah, gut, die Stack sieht dann nicht mehr so cool aus. Komm, ich erschieße ihn einfach mal. Tot. Der hat sogar ein Holzbein ist es nicht, aber er hat halt so eine Prothese. So, was haben wir hier? Eine Kiste mit. Eine Scout-Rifle. Feuerstoß während des Zooms. Naja. Würdest du beides nicht haben wollen? Was ist denn hier los? Übler Loader oder was? Ja, Granate mit viel zu hoher Auslösezeit. Ja, ich brauche eindeutig einen besseren Granatenmod. Den ich jetzt habe, der taugt nix. Gar nicht nix taugt der. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich dich da raushole aus der Situation. Aber ich hätte gerade die tolle Idee, dass ich mich einfach hinter dir stelle. Was, der Feind verletzt? Das ist durchaus richtig. Was? Einheit verletzt? So, jetzt aber. Ey, gibt's da ja nicht. Hast du den kaputt geschossen? Ja, glaub schon. Oh, warte, wollen wir kurz nachladen und. Na bitte. Hat er was Schönes fallen lassen? Ein Artefakt. Verringert erlittenen Schaden durch verschiedene Schadensarten. Naja. Naja! Ich nehme es mal mit, aber.
Weil da vorne so, kommt. Müssen wir nach oben gehen oder was? Ja, es gibt hier lauter Zutun. Ich brauch erstmal Munition hier, Alter. Ich hab vielleicht noch ein Magazin in der Kiste hier. Ja, nicht mal. Hier liegen bei mir zigtausend Liter eine Hülse auf dem Boden. Ist das, wie die Grafikkarte so mitmacht? Wenn ich bei meinem letzten PC das aktiviert habe, da... Oh, Multi-Use-Launcher? 17.000 Schaden? Alter. Wenn sonst nichts ist. Oh Mann, da unten patrouillieren schon wieder die Loader und ich habe keine Muni. Das geht hier so nicht. Freunde, ich kann so nicht arbeiten. Da vorne gibt es gleich... Na toll. Aktiviere Kampf. Ja, zumal er ist doch der ewig, die runter zu kicken, ne? Ja. Ich schieße mir die ganze Zeit aufs Auge, weil ich dachte, da könnte ich vielleicht sogar mit meinem Feuersniper noch ein bisschen Schaden machen, aber... Nein. Dem ist leider nicht so. Obwohl doch aufs Auge schießen bringt doch relativ viel. Ach, hier kann man die Tür aufmachen. Von der anderen Seite. Du hast Spaß? Ja. Das ist ja schön. Die Musik ist auch gerade schon wieder sehr treibend. Mhm. Auch wenn bei mir nur recht leise im Hintergrund. Ein bisschen lauter könnte ich es, glaube ich, machen. Beschütze mich! Ich muss die Musik lauter stellen. Einfach um ein bisschen den Soundtrack zu genießen. Alter, wie viel kommen denn da? Ja, frag nicht. Ich hab mal... Was, in Rot? Töte den Affen, töte 70 Feinde mit stationären Fässern. Das habe ich jetzt erst geschafft. Und wir halten die ganz schön viel aus. Das sind so extrem viele hier, ja? Ja, ich habe da auch gerade ein bisschen... Obwohl, den krieg ich noch kaputt, den Junkloader. Ja, nimm dies. Ja, ich kritte den die ganze Zeit. Ich weiß zwar nicht, warum ich immer kritte, aber ich tu's. Ach, guck mal, ja, die kommen irgendwie alle von oben rein. Was haben die denn eigentlich gegen uns? Was haben wir denn getan? Wer ist denn lieber? Ach so, bewegen uns ja auch gerade auf eine komplett andere Mission, sehe ich gerade. Ja, wir machen gerade gar nicht dieses komische Zeug hin, sondern wir helfen ja gerade den Sensorbot. Ja, der möchte ja alle Sachen zensieren. Der möchte ja Pandora reinigen. Ey, ich sehe nichts, das ist einfach nur bunt. Vor allen Dingen, weil die Videokompression funktioniert eigentlich so, dass je dunkler ein Video ist, desto besser lässt es sich komprimieren. Okay. Das läuft hier gerade so ein bisschen dem D entgegen. Feindetick, wo denn noch da? Ich würde den gerne töten, all die weil ich Lebensmittel brauche. Achso, guck mal, der hat sowas fallen lassen. Greife Ziel an. Hä, was ist das hier für ein Keller? Ja, ich hab gerade gesehen. Was? Kampfmodus? Ja, lass ihn labern, der. Was ist denn das? Oh. Was? Er steht direkt vor uns. Er möchte tödliche Gewalt anwenden, hat er doch gesagt. Mhm. Das heißt, wir dürfen uns wehren. Jo, Einheit aufgehalten, wunderschön. Mhm. Die Raffinerie zieht sich doch relativ. Na gut, so klein kann sie ja auch nicht sein, das ist ja... Oh, hier oben hat es eine Schatztruhe, die auch komplett deplatziert wirkt. Guck sie mal an, die passt ja wirklich her. Oh, verdammt. Medium, ohne Ende. Naja, bitte war da ich 66 davon. Ich hab 76. Ja, wir können es halt nicht ausgeben, weil ich glaube, wir hätten in der Hauptquest halt weiterspielen müssen. Okay. Haben wir aber nicht. Aber es gibt hier immer einen Waffenshop und... Ach nee, doch, hier ist das Zeug, was wir suchen sollten. Des Polykryten. Weißt du, Scarlett ist bestimmt einsam. Jo. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, sie bereut, dass sie mich in die Rust Yards verbannt hat. Nee. Alter, ich kann Munition nachkaufen. Warum sind die Texturen hier nicht so? Nee, nicht Pistole. Ach, jetzt. Boah. Gut, dass ich so viel Geld habe. Da ist es auch gar nicht schlimm, wenn ich mal ein bisschen Munition nachkaufen muss. Explosionsresistenz und... Na komm, hier lieber eine Vierfachgranate bei haben, als hier diese dumme Einfachgranate, die ich jetzt habe. Die macht zwar nur halb so viel Schaden, also noch weniger als die Hälfte, aber... Oh, ich habe noch Schilde, die ich verkaufen kann.
Leisure Schild. Was haben wir hier noch? Bla, doof und doch doof. Leb wohl, mein Freund. Alles doof. Irgendwie ist gerade mein Ding ein bisschen buggy. Was denn? Achso, dieses Menü, wenn das woanders ist, dass du da mit der Maus rüber gehst? Kenn ich. Ah, da musst du kurz rein und wieder rausgehen, da hilft nichts gegen. Also, zumindest ist mir noch nichts bewusst geworden, was dagegen irgendwie so richtig toll helfen könnte. Oh, zwei neue Kommentare auf YouTube. Nee, nur eins. Ja, aber war nicht so wichtig. Nee, so, jetzt. Bist du bereit? Ja. Ich hab grad mal so ein Ding gekauft. Ein Schild. In der Hoffnung, dass das hier voller Kracher ist. Oh, wir gehen aber auch gerade ein bisschen die Frames runter. Was denn hier? Hast du auch ein bisschen Probleme? Also ich muss sagen, ich habe hier ein bisschen Probleme. Toll. Hey, was? Point. Da schon wieder Freunde, sehe ich. Er sieht sich Erbospieler vom Fortpflanzungsorgan an. Ah ja. Na jetzt hier gerade mit diesem Licht, was da von oben runterkommt, ist richtig abartig bei mir. Boah, bei mir ist richtig hell gerade. Ja, das. Also normalerweise spiele ich ja eigentlich ziemlich stabil, aber jetzt ist es gerade echt nicht schön. Boah, das ist ein echt schlechter Ort zum Kämpfen. Ja. Der will nur selber die Pornos haben, der Roboter. Ja, du auch. Das muss eindeutig studiert werden, das Material, ist klar. Oh. Hier geht's ja noch weiter. Na gut, wir haben auch erst 2 von 4 von diesem Polykreten-Zeug. Was gibt's denn da für Lust? Oder hier unten hat so eine Waffenkiste. Ich muss aber erst die Pornos gucken. Danach können wir hier weitermachen. 6000er Granate. Haben wir nicht. Das ist auch nicht so prelle. Ach so, das sind diese komischen Hefte, die hat er. Das sind. Also, was steht da? Magazin. Der feinste Laserstoff auf ganz Pandora. Ich kenne es, wenn ich es sehe. Ach ja, kenne es, wenn ich es sehe. Die noch eins. Der feinste Laserstoff von ganz Pandora. Toll. Mit dir noch mehr für uns? Uiuiuiui. Das nehme ich erstmal an mich, bevor du auf irgendwelche tollen Ideen kommst, weil mit meinem Feuersniper reiße ich hier so gar nichts. Oh, das ist sogar in allen Kategorien besser, außer bei der Genauigkeit. Naja, man kann nicht alles haben. Oh, es hat das Sniper mit so einer hohen Feuerrate? Naja. Ja. Ach, das ist wieder vom Vladov. Ich glaube, Vladov stellt generell Waffen her, die mit denen man schnell schießen kann. Vladov. Mhm. Ja, also, wisst ihr, die Firmen hier, das haben sie verbessert im Gegensatz zu Borderlands 1, weil da gab es zwar auch die ganzen Waffenfirmen, aber ja, da hatten die nicht so prägnante Waffen-Eigenschaften. Boah, das Sniper leuchtet hier auch wie die Hölle. Ich weiß gar nicht, ob die Hölle leuchtet, aber wahrscheinlich. Wahrscheinlich leuchtet die Hölle. Ein komischer Nebengang nach dem anderen. Sag mal wieder was. Muss mehr reden. Ernsthaft? Ja, und zwar will diese scheiß Kiste nicht aufgehen. Welche Kiste? Warte, ich komme. Hat die Schloss dran oder was? Die will nicht aufmachen. Ach so. Geht doch. Oh. Naja. Du musst, Nahkampfangriff steht dran. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Lesen. Ja, es ist, ach, lesen Bilder, das ist. Oh, verdammt. Wo bist du? Ach, da bist du. Achso, da kommen wir nochmal dran vorbei, weil ich sehe da hinten eine Tür. Weil ich sehe gerade, wir sind an einem so Polykrytylen-Zeug vorbeigelaufen. Oh. Ist ja hübsch hier, warte mal. Na ja, gut. Eine Minute haben wir noch. Was denn? Sieht so ein bisschen eine Arena aus. Nee, die Arena-Kämpfe kommen erst im nächsten DLC. Weil die Hälfte des DLCs besteht wirklich nur aus stumpfen Arena-Kämpfen. Ernsthaft? Also, ja. Naja, stumpf nicht unbedingt. Also in Borderlands 1 gab es auch dieses Arena-DLC, was wir nie gespielt haben. Die waren recht fordernd, die Dinger. Also es wird nicht ganz so einfach. Es ist hier quasi Arena, weil wir haben hier 2 Badass-Loader. Mhm. Das hat schon verändert für die Situation. Ahu! Immer wieder schön, wie die Roboter die ganze Zeit am Rumlabern sind. Fantastisch. Na, wie viel der auch einfach mal aushält. Oh. Ah, hinter mir war ein Fass.
Bist du irgendwo in meiner Nähe? Ja, warte, ja, ich bin... Ach, da. Ja, auf die Zähne beißen's... Beißt man nicht immer ein bisschen auf die Zähne? Oh, der, den Loader muss ich hier noch entschärfen, danach kann ich... Die. Oh! Was ist das denn für ein pinker Loader? Neuer Freund! Was, Herle, Tribute, Terror of Survivors, Katapult-Terror der 7 Trockenmeere? Ach ey.